So, wir sind on the draw und unser Gegner mulligant einmal. Dann kann man es halten. Ist gut genug? Ja. Wir haben halt drei into vielleicht vier. Na, wir haben schon mal zwei von den vom Von Traum. dem Traum, ja. Der Traum. Das ist natürlich nicht sehr angenehm. Also wenn das hier ein Swamp wäre, dann wäre es schöner. Vielleicht gibt es jetzt den zu Megamorphen. 8 Mana anstatt 4 zu bezahlen, ist irgendwie extrem traurig. Für eine Marke. Ja. Das kann man sich vielleicht irgendwann mal überlegen, wenn man den Turn 300 zieht und sowieso 20 Mana. Wenn der sich wenigstens selbst noch eine Marke geben würde. Aber die Sache ist, auch gegen was für Gegner man spielt, weil es gibt ja nicht viele Megamorphs so an sich in der Farbkombination, die gerade mal für 5 aufmorphen. Das heißt, rechnet man denn mit einer Megamorph, die für 5 zum 4-4er wird? Welche Morphs kennst du denn? Ja, es gibt auf jeden Fall nicht viele. Ja. Es gibt halt den 2-1er, der dann zum 3-2er wird und eine Marke woanders Es gibt hingibt. schon ein paar, ich meine auch in Rot, wir werden ja dann ein Rotes gelegt haben. Dieser 5-1er ist ja groß genug. Ja. Also billig und Haben wir groß. den? Ach ne, wir haben den Ifrit nicht. Oh, wir haben den Was ist, die hätten sie auch so machen können, dass sie die Marken selbst noch kriegt, ne? Also. zum 6-6er wird? Oder, Ist, also er. nee, also dass sie halt. Na gut, es ist ja Megamorph, das würde ein bisschen komisch klingen. Denn ein guter Pinewalker, der nämlich 6-6 groß ist. Ja, ich meine, es wäre nicht absurd, aber es wäre wahrscheinlich für eine Ankammer noch zu stark. Ah, er macht schon ein bisschen was. Er hat halt noch zwei Handkarten. Ja, er hat meine genau 5 genommen und sich eine Insel oben drauf gelegt. Das heißt, der 1-1er ist auch so ein halber Mulligan. Aber ohne Sümpfe kann das Spiel auch, weil dann haben wir auch Mulligan erstmal genommen. Ja. Wenn wir Zumindest machen tue ich. den lassen wir einmal durch und werden ihn wahrscheinlich später blocken mit dem 3-3er. Was kommt da? Der ist ziemlich gut. Der legt die Marken von sich woanders hin. Der kann, ja. Also ohne Schwarz sind wir auch so ein bisschen auf verlorenem Posten. Aber mit dem Schwarzen kriegen wir auch schon wieder 6 bis 7 Leben, tauschen eine Kreatur ab, machen eine Kreatur kaputt. Ja, das stimmt. Blocken wir jetzt die beiden? Weil nochmal 5 zu nehmen ist natürlich auch doof. Ja, aber dann hast du einen 4-4er als Morph. Also. Schon gut genug, ne? Ja. Ja. Und du hast den Beastbreaker aktiv. Wir können ja davon ausgehen, dass nicht viel passiert. Und dann greifen wir mit dem an. Oh, es wäre natürlich schön, weißt du, wenn der nur 4 kosten würde, könnte man den Ja. für 1 umdrehen und dann für 4 pumpen. So können wir leider den nur legen und den 4-4 machen. Was kostet das? Das kostet 3 Mana, ne? Kostet 3, ja. Weil wenn wir nämlich den blocken, schiebt er die einfach rüber. Andererseits, wenn er nicht das sechste Land legt, blocken wir vielleicht den. Wir könnten überlegen, den zu legen, nicht anzugreifen, dann so zu blocken und ihm dann so ein Dilemma zu stellen, weil ich glaube, das ist am besten. Ja. Und hoffen, dass wir schneller ein Schwarzes ziehen als er Irgendwas. irgendwas. Ist natürlich auch ein bisschen schade, dann das vor Mittelbild aufzugeben. Vielleicht wäre es auch einfach besser, gar nicht zu blocken und den Schaden zu nehmen. Ja, ich glaube, wir wollen es lieber so machen, dass wir auf dem Board besser repräsentiert sind, sodass wir mit unserem Mana zumindest noch das abfangen können, wenn wir kein Schwarzes ziehen. Kannst natürlich auch einfach seine Manifest mit einer Morph blocken. Weil wenn er dann die Marken Nee, über. ich würde den blocken. Also jetzt ja. Also ich meine, wenn er das sechste Land legt. Ja. Okay. Dann blockt der Beastbreaker den Guide. Damit er die Marke so ein bisschen verliert. Also so würdest du sagen. Weil dann könnte die Marke rüberschieben und tauschen. Wenn du jetzt mit der Morph die Manifest blockst, dann er wird auf jeden Fall schieben, die Marke.
Weil jetzt, ich glaube, jetzt wird er nicht schieben wollen. Weißt du, wenn du so blockst, wenn die Mauer auf den 3-3 blockt und der... Ich tue nur ein bisschen so, als ob ich... Achso. Als ob ich wenn, wenn die Mauer auf den 3-3 blockt und der 2-2 den 1-1er, macht er, sagt er, glaube ich, gibt er seine Priorität ab. Ja. So dass du aufmaufst und er dann die Marke auf den Guide schiebt. Ja, das funktioniert natürlich, solange wir praktisch Priorität abgibt. Aber ja. Es ist schon unwahrscheinlich, dass das irgendwas dick Gutes ist. Weil wenn er dann wirklich Priorität abgibt, wäre es natürlich auch ein bisschen ätzend. Wobei, er muss ja zumindest rüberschieben. Ja, er muss auf jeden Fall durch. Also, du hast immer noch die größere Kreatur dann. Das Problem ist, dass er dann den behält, anstatt dem Manifest. Das heißt, er muss ja wirklich auf den... Das wäre dann gut, wenn er auf dem Manifest das tut, anstatt auf den 1-1er. Weil ja. Für ihn ist es ja auch attraktiv, das auf den 1-1er zu tun. Also wahrscheinlich blockt die Mauer auf den Manifest und der 2-2er den 1-1er. Genau, aber in dem Fall wäre es doch dann nur dann gut, weil wenn er jetzt die Mark rüberschiebt, hat er immer noch den 2-2er, was ja. Nicht so schön ist. Aber es ist, also wir haben 4-4er und einen 3-3er. Wir verlieren halt aber den und der ist ja eigentlich das Wichtige. Weil der ist doch das, was uns gerade noch... Das heißt, du kannst auch einfach den nicht blocken. Wie wäre es, wenn wir genau das einfach so machen? Und ja, und jetzt schiebt er die Marke und wenn nicht, dann... Ist genau, auch weil dann ist ja auch viel mehr dazu also angehalten, die Marke überhaupt zu verschieben. Für ein rotes? 4-4. Du musst noch eine Karte von der Ace geben. Okay. Oh, jetzt wäre natürlich Haste schön. Ja. okay, dann crashen wir einfach mit allem rein. Schon, ne? Ja, soll er machen. Was soll er schon machen? Achso, die gibt nicht Trampel, wenn sie nicht angreift. Ne? Nee. Okay. Wenn sie angreift, gibt sie aber allen Trampel. Ja, und nächste Runde können wir dann den Punkt markieren. Zieh meine Karte, zieh meine Karte. Ah, die wäre schon gewesen. Ich glaube, wir den zu behalten, ist auf jeden Fall das Richtige, weil wenn wir auf einmal bringen wir uns in eine Situation, wo wir topdecken müssen, also wo wir das Schwarze ziehen müssen, um gut weiterzuspielen, anstatt ein bisschen Leben als Ressource zu verwenden. So, haben wir jetzt irgendwas gesehen, was wir haben wollen? Sehr gut gespielt. Gut. Weiß-Grün. Gute nee. Kreaturen. Blau-Grün. Ja. Wirklich habe ich will ich nichts davon haben. Nein. Wild of Dragonfire. Ja, das hat aber irgendwie nichts ausgemacht. The Big Wahoohua. Wahuna. Ja, das hätte echt ganz schön unangenehm werden können, wenn er da noch... Wenn er 7 Karten behält und... Wenn er das gleiche noch mit 2 Karten mehr macht. Nein. Okay, jetzt nehmen wir die Maligen. Wenn wir jetzt einen Forest haben, 8 grüne Quellen. Also wenn wir einen Forest ziehen, dann legen wir ein Land oben drauf. Und können zumindest das Construct legen. Ja, ist auch schon ziemlich mehr, ne? Ich glaube, wir haben das Deck schafft es auch mit Maligen auf 5 einen angenehmen Draw zu haben. Ja. Also wenn wir es schaffen, irgendwie bis Turn 7 rumstallen können. Jetzt wäre natürlich der Dreier relativ angenehm. Okay, er legt sich eine Marke auf den. Wenn wir jetzt den 3-3 noch hinterherlegen, dann müssten wir zwischendurch mal was machen. Ja. Wobei eine Kreatur dann auch wieder angenehm ist, um das Bloodthirsty in eine Karte zu verwandeln. Weil mit dem Bloodthirsty, glaube ich, sieht es relativ gut aus. Obwohl die Kreatur dann genau jetzt kommen müsste, weil wir wollen ja eigentlich nur noch Länder ziehen. Ja. Soll ich starten? 4 Länder und der... Und der Regent. Ja. Okay. Oh, er will nicht tauschen. Ja. Das ist ja interessant. Warum will man da nicht tauschen? Andererseits will ich auch nicht angreifen. Oh, nö. Das
Ist ja gar nicht, brauchst ja gar nicht. Er hat wahrscheinlich noch so Counter-Up-Dann oder was. Oder einfach mal wieder nichts. Aber wieso sollte er sich dann in Land machen? Ah ne, hat er nicht. Hat er eine Marke draufgelegt. Keine Ahnung, warum er da zurückbleibt. Das sieht so ein bisschen wie so eine Falle aus. So, greif doch an und spiel einen Pumpspruch. Jetzt Hand to Week mit dem Gin. Come on. Ja. Okay. Den kann ich nicht glauben. So, wenn das ein Land ist. Oder ein Emissary. Greife ich jetzt an? Dann blockt er mit dem. Dann müsste ich eigentlich schon Glee spielen, oder? Nee, weil das wahrscheinlich ein Flieger ist. So ein 3-1er Flieger. Weil weit... Ich glaube, ich kann nicht angreifen, tauschen und dann den spielen, weil dann komme ich vielleicht nicht zu, die zu blocken. Aber wenn er Whisk Away hat, sind wir raus. Ja, aber dann sind wir in jedem Fall raus, oder? Also es ist nicht so, dass wir da relativ weit kommen, weil man das wahrscheinlich zu jedem Zeitpunkt macht. Kostet noch eins. Und so können wir uns vielleicht noch das Leben holen, was... Oh, er wird unzerstörbar. Sick. So können wir uns... Das war auch okay, oder? Hat er eine Karte gezogen? Zieht er nicht eine Karte für die Fische? Ja, jetzt ist eine Karte. Was nicht gut ist, weil wenn das mit dem Spiel, ja, bleibt er immer liegen. Oh, jetzt kommt dicke Sachen. Trampeldrache. Ja, jetzt brauchen wir nur ein Land. Achso, der kann nicht blocken. Dann ist es fair. Du hast deinen Wunsch nicht spezifiziert. Könnte immer noch fair, wenn jetzt noch ein Land kommt. Ja, das stimmt. Weil dann tauschen wir irgendwie vielleicht 4 zu 1,5. Oder zu 1. Der muss 5 andere Kreaturen spielen. Muss, ja. Okay, das heißt, wir dürfen nicht so blocken. Ja. Und wir gehen jetzt auf... 7. Katsching. Na, geht, glaube ich, noch. Also, Land into Land wäre natürlich schöner gewesen, weil der Drachen zumindest so ein kleines Stoppschild darstellt. Wood Falls, okay. Das Fiese natürlich ist auch, dass wenn er... Einen Counter hat? Na gut, das Counter so oder so, aber wenn er einen Bounce-Spruch hat, dann ist das Ganze ja auch schon wieder hinfällig. Wieso, dann haben wir einen 5-6er Flieger. Ja, aber zumindest... Der einzige Bounce, der wirklich schlecht wäre, wäre der Bounce was von dir, Bounce was von mir. Bei dem Bounce ja... Achso, der Trigger. Wie guckt denn der Trigger? Oh, jetzt... Er lässt den Resolven und macht dann was? Okay. Ja, das macht leider nichts. Also, es macht zum Glück nichts. Was haben wir? Wir haben eine Age. Schön. So. Das Coole ist, wir können es den Drachen machen. Ja, ich glaube, das machen wir, ne? Wollen wir nicht angreifen? Wir greifen an. Und spielen dann die da, um den Drachen wieder zu holen. Ja. Warte mal. Der grüne Morph-Wurm. Der grüne Morph-Wurm? Der Kammenwurm. Kostet der 6 und wird zum 7-6er? Oder kostet der 7? So. Also der Wurm kostet 7, haben wir gerade festgestellt. Muss ich auch erstmal nachgucken. Aber wir laufen ihn, glaube ich, an, oder? Das. Wir haben ja den, wenn er aufgemacht wird, Counter, wenn du nicht 3 mehr bezahlst. Okay, also weitergegeben. Anscheinend. Ja, aber dann wollen wir nicht den Drachen dagegen verlieren. Ja. Das stimmt. Aber wir können halt auch genau nicht so viel machen, dass der... Aber das können wir in keinem Fall. Also wir können alles exilen aus dem Friedhof. Ja, wird nicht passieren.
Ne, selbst dann wäre es nicht gut genug. Stimmt. Habe ich mich verrechnet. Aber es könnte immer noch dieser Wurm sein. Ah doch, wäre es. Ich habe aber nur 1 zu 4 entfernt. Alles klar. Ich habe mich einfach nur verrechnet. Okay, das heißt, wir müssen hier ein bisschen Speed an den Tag bringen. Oh, nice. Ist das nicht? Nee, wer ist denn das? Das ist der, der... Achso, okay. Aber das Interessante ist, dass wir müssen ja viel nur den da töten. So, greifen wir jetzt mit beiden an schon, ne? Weil, wenn wir... wenn der Block, können wir umdrehen. Und wenn nicht, legen wir den Drachen. Cast face down. Und wenn er jetzt eine Kreatur legt, die super unangenehm ist, können wir immer noch den Drachen legen. Super unangenehm. Sofort der Drache. Vorm Kombi. Okay. Er hat auch noch eine Karte in der Hand, die er die ganze Zeit nicht spielt, aber ist wahrscheinlich ein Land. Was haben wir hier? Drachen. Mehr Drachen. Manifest. Ich glaube, wir greifen mit allen anderen Spielen den Drachen. Ja, aber den linken. Also den kleineren. Nein, den großen. Bevor das jetzt noch irgendwas ist, was wir nicht handeln können. Er kann ja auch nicht wirklich blocken. Und er geht auch auf 6. Schade. Meinst du, wir spielen den? Weil wenn er den handelt, können wir ja immer noch was kaputt machen. Wie viel haben wir? 3? Ich glaube, du musst, ich glaub, du musst den, doch den Großen nehmen. Den Großen, ne? Hätte ich auch gesagt. Weil wenn er denn doch diesen neuen plus 1 plus 2 und Fight Spruch hat, kann er mit deiner Morph einfach... Okay, zum Glück können wir das relativ gut beantworten. Guck mal, jetzt kannst du den sogar als... Ja, ja. Verrückt. Das ist natürlich mit dem Eisfall Regent relativ fies. Aber... Und er kann sogar 2 Marken drauflegen. Aber da müssen wir... Achso, hat er nicht Death Touch? Oh ne, ist nicht der. naja, müssen wir, ne? Ja, wir sind den anderen mit. Jetzt den Haster von oben und dann ist er tot. Stimmt. Uns reicht genau vom Mana her. Aber wir haben sogar so einen Haste-Drachen auch noch. Ja. Come on! Der ist nicht gut genug. Der ist nicht gut genug. Oh, ärgerlich. Aber dann hätten wir auch verloren, wenn wir den Noxious Dragon gelegt hätten. Stimmt, aber den hätte er den hat er getappt. So hatten wir zumindest noch die Möglichkeit. Wenn er es auf sich selber nehmen würde. Also wir können ja mal umdrehen, vielleicht wird er irgendwie 6-6. Ne, ja, wurde er nicht. Okay. Was hast du jetzt auch noch getan? Thousand Gloom hätte es nicht mehr gemacht. Der hätte der, noch, der wäre noch okay gewesen. Ach, schade. Schade, schade. Na gut. Aber ich glaube, wir sind zufrieden. Ja. Ah, das war unser Mulligan 5, ne? Ja. Aber gut, wir haben ja... Guck mal, ob jetzt ein normales Game rauskommt. Das sieht okay aus. Ja. Mit dem Land mehr. Wenn es nicht das getappte Land in dem Einzug gewesen wäre, dann hätte es bestimmt gereicht. Wir bräuchten natürlich noch ein Land. Grünes wäre bevorzugt. Und selbst wenn wir jetzt ein grünes ziehen, können wir auch sowieso nichts vom Bein spielen. Töten wir den einfach? Nö. Er hat dafür zu viele gute Sachen gezeigt. So. Also ich glaube, ich würde die Morph über den töten, ne? Ja. Und ich meine, der macht ja... Und wenn er End of Turn nichts macht, machen wir trotzdem nichts, ne? Nö, machen wir einfach Konstrukt. Den können wir da nicht tun. Aber jetzt müssen wir das jetzt trotzdem machen? Müssen wir das machen? Nö. Bevor es zu schnell wird? Aber was soll er denn machen? Ja. Ich meine, wir haben 4-5er. Okay. Na, wer weiß...
right into being. Suchen wir uns jetzt ein Land? Wenn wir kein Land ziehen? Nee, ich glaube, ich will lieber den da abschießen. Und wenn wir ein Land ziehen, machen wir dann beides? Tja. Ich habe jetzt auch nicht so die Lust, irgendwie ein Land zu ziehen. Also ich meine mit dem. Achso. Warum nehmen wir den nicht einfach als 2-2er? Okay, kann man auch. Weil wir haben auch nichts, worauf wir arbeiten. Ich kenne dann die nächsten 3 Karten, die wir ziehen. Halt, stopp. Okay, plus 3 für die Mitregeneration. Dann Angriff. Block. Okay, stimmt. Ich krieg 5. Das war auch so oft öfter jetzt mal passiert, dass im Angriff der Gegner den Trick auf meine Kreatur gespielt hat und so. Ja. So mit plus 1 bis 2 und das halt auf deine Kreatur, damit sie überlebt. Ich will der 4-5er nicht mal angreifen so. Meinst du, er will jetzt angreifen? Na, weil jetzt... Er kann ja viel besser zurück angreifen. Na, aber wir können Bär und Go sein. Für die Generation. Weil er kann regenerieren und wir haben Lee auch dann. Ja, also jetzt ist es okay. Vielleicht Doppelblock auch. Wo sind unsere guten Late Drops? Regenerieren mit Drache. So, und jetzt? Boah, sick. Okay, dann machen wir erstmal nichts. Was passiert denn mit dem Construct angreifen? Was war das Morph? Was war denn der Morph, den er gezeigt hat? Ach, es war dieser Lurker, oder? Ja. Der Lurker war? Ach, der 1-1. Hat er noch irgendwelche Morphs gezeigt? Gar nicht gesehen. Ich nicht drauf geachtet. Greifen wir einfach mit dem 3-2er an? Nur mit dem 3-2er? Mhm. Weil, was soll schon passieren? Wenn er die Magen verschiebt, können wir immer noch liegen. Der kann nur von sich irgendwo anders entschieben. Ja. Das heißt, er muss irgendwie 2 Marken auf die Morph schieben, damit er solide blocken kann. Zeig mal nochmal den Quarter-Dings. Und selbst wenn er unzerstörbar hat und eine Karte zieht, ist jetzt nicht so umwerfend. Und da wollen wir auf jeden Fall nicht mit beiden angreifen, weil wenn er da irgendwie gut blockt, ist er unangenehm. Und Kreatur jetzt legen macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Wenn wir nächste Runde... Was wäre denn da für eine Morph? Er kann ja auch einfach eine andere Morph haben. Vielleicht ist er wirklich der Counter-Typ. Ja, das kann gut sein. Oder der Drache, aber den hat er jetzt aufgemacht, oder? Stimmt, der hat ja noch den Drachen am Start. Aber solange wir hier unsere 3 Schaden durchfräsen. Geht's ja auch ganz gut. Block? Ist das der Wurm vielleicht? Welcher Wurm? Der 7-6er. Ja, aber der hätte doch jetzt geblockt, oder? Aber er kennt ja das Glee. Naja. Also, naja, come on. Ich glaube, wir legen den als Morph. Um noch eine Kreatur mehr hinzulegen. Ist das irgendwo gut? Nö, nee, ich glaube nicht. Ich meine, er macht ja nichts auf dem Board. Und der, also, weder der Gegner noch der Typ, den wir jetzt legen könnten. Naja, ich meine, er drängt ihn schon so ein bisschen zurück anzugreifen. Weil auf einmal wird sein Angriff schlechter, wenn wir mit mehr zurück angreifen können. Und ich glaube nicht, dass das später so wichtig ist. Aber es könnte auch einfach sein, dass er ihn zwingt, mehr auf den Tisch zu legen. Also, ich glaube, das macht den Regent besser über die Zeit. Ah, jetzt ist... Ja, okay. Ah, das ist doch der Drache. Hm. Er hat halt keine Lust in den in das Butchers League. Ja, das kann natürlich sein. Ne? Jetzt rennt er doch in Butchers League. Na gut, aber jetzt kann er ja wieder was machen. Jetzt wird er irgendwas machen, ja. Aber das ist doch okay für uns. Dass er was macht? Dass er was macht. Also, wenn wir mit dem Bär angreifen und er mit dem 4-4er wirkt, wir das Glee machen. Na ach so, jetzt macht er einfach dieses unzerstörbar Quatsch-Ding. Und zieht 3 Karten. Ist nicht so geil, oder? Irgendwie nicht.
Aber immerhin besser jetzt, als wenn wir den Drachen bringen. Das ist korrekt. Ja, das ist sehr korrekt. Wobei das natürlich auch echt unangenehm ist. Aber dagegen können wir ja sowieso Ja, nichts wir können es machen. ja nicht verhindern, dass er, Nee. also wenn das hat. Zumal es ja potenziell später auch noch schlimmer wird, wenn er die Marken verteilen kann. Ja. Ja, soweit waren wir auch schon. Das Gute ist, wenn wir 9 Mana haben, können wir den Bären regenerieren und den Regen. Stimmt, ja. So. Und wir haben immer ein komfortables 27 Leben. Also es geht schlimmer. Der macht irgendwie nichts. Morph. Jetzt der Lurker. Das heißt, da können wir sogar den Drachen reinwerfen, weil wir ihn später wiederholen können. Ja. Aber wir greifen erstmal mit dem an. Weil, warum nicht, ne? Also angreifen, wenn die Frage ist, ob vielleicht das Konstrukt will nicht mit, oder? Was macht der gegen das Konstrukt? Wir kennen ja die Morph nicht. Also es wird bestimmt der Lurker sein wieder. Können wir zumindest davon Und ausgehen. ich gehe mal davon aus, dass er irgendwie einen Counter hat. Also man könnte davon ausgehen, weil er wirklich die ganze Zeit. Und dann wollen wir das nicht verlieren. Und ich glaube nicht, dass wir die 10 Schaden durchbekommen. Andererseits, Was will er denn dagegen machen? Ist auch gar nicht so schlimm, ihn unter Druck zu setzen, ne? Also wenn er... Ich meine, wenn er jetzt irgendwie doppelt blockt, dann können wir den 3-3er töten, der die Marken hinlegt. Dann wird Also. er die Marke da hinlegen. Ja, aber dann stirbt der Guide ja mit. Ja. Ich meine, schlimm für uns ist es nicht, ne? Und dann haben wir halt, also wenn er denn aber Aktion macht, können wir den Drachen legen. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, der Guide, der würde jetzt einfach jumpen oder was? Wenn er so blockt. Dann würde er ja Das ist irgendwas. ja interessant. Das ist super, super gut für uns eigentlich, ne? Wollen wir jetzt regenerieren? Nö. Weil dann legt er nämlich erstmal 2 Marken drauf und dann kann es nicht dieser Countermann sein. Oder er macht... Achso, er hat ihn umgewählt. Ja, ist ja perfekt. Dann stirbt es und dann gibt es einen großen, gewaltigen Drachen. Und wenn er jetzt nicht unbedingt Icefall Regent macht... Noch Boah, einer. zu hören. Oh, ist gar nicht so schlecht. Oh. Jetzt hat er schon 5-5er. Aber wir können ja zumindest irgendwann... Wie viel Mana kostet uns das, das gleichzeitig zu machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und die kosten zusammen 9 16. und 7. Okay. Das Schöne ist ja auch dem, dass wir mit dem relativ schnell dieses Formidable zaubern können. Ja. Was ja auch fies ist. Weil wenn wir jetzt den legen... Den und die Bombmaster als Morph. Er kann er denn auch nicht angreifen irgendwie. Deswegen kann man überlegen, ob man. Wenn wir jetzt die so legen, ja, dann können wir den spielen, um den Guide wiederzuholen. Sagen wir mal, wir würden jetzt richtig aggressiv werden. Vielleicht können wir dann auch schon pumpen. Nice, ich krieg Reach, wenn er den mag. Und so können wir uns auch immer noch die Option für den zweiten Drachen auflassen. Gucken wir mal. Wenn wir den aufdecken, dann haben wir noch nicht vermittelt. Ne, aber 6. Der ist dann 4-5. Allerdings, wenn wir den... Ich glaube, wir wollen den spielen für ein. Geht das? Ne. Okay. Mindestens Das 3. heißt, wir spielen ihn einfach gar nicht Ja, und also drehen einfach um. drehen einfach erstmal. Ja.
weil wir es auch nicht so eilig mit diesem Mark Jaggers haben. Weil er macht schon ordentlich viel Damage. Ja. Also er muss ja auch den Beastmaster gegen einen von beiden, den er hat, traden. Also er muss quasi den Artilleristen vor ihm werfen. Hm. Zeig mal den Beastmaster. Das kann man auch mehr als einmal im Zug machen. Ja. Wie viel braucht er? 8? Und wie viel Mana braucht er? Er hat genauso viel. Das ist natürlich scary, dass er da das machen kann. So, wie viel Mana haben wir jetzt? 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wir brauchen aber 16, ne? Ja. Für das heißt, 9. Es muss eine Kreatur in den Friedhof gehen, das heißt, wenn der Beastmaster alleine angreift. Stimmt, es muss eine Kreatur in den Friedhof gehen, weil der ja selbst als Kreatur noch für den Deathbringer gilt. Und deswegen greift der an, oder was? Oder kann ich einfach der angreifen? Ach so, weil wenn der angreift, dann... Wie blockt er denn, wenn der angreift? Nimmt er den... Ich glaube schon am sichersten, wenn der angreift, ne? Blockt er denn die Artillerie? Niemals. Er muss ja blocken. Und er wird nicht den... Nee, wir haben noch keinen Formidable. Stimmt. Stimmt. Das Problem ist, wenn er nicht blockt, dann geht er auf 4. Ja. Und dann... Achso, der muss getappt werden, um es zu aktivieren. Okay, das ist okay. Das geht. Ja, okay. Okay. Kein jetzt ein Counter? Das ist natürlich... Ja, kein Counter. Warte, drück erstmal auf die Mark Dragers. So, wir haben jetzt 3, 7, ne? Also wir können das zahlen. So, dann können wir noch ein Land legen. Ja. Und wir müssen ja auch das zahlen. Und den Drachen nicht anklicken. Und den Drachen nicht anklicken. Also das... Das, 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 das. Okay. Counter. So, und in dem Fall wäre der Icebreaker Regent echt unfair. Oh no, er macht noch was. Er kann ihn einfach nochmal zerstören. Alles klar. What? Nice. 6-5 Haste-Drache haben wir. Stimmt, ne? Wie zieht er denn nach? Und da hat er Reach. Den übernimmt er einfach. Ja, aber der kann zumindest zurück angreifen. Kann er das? Weiß ich nicht. Okay, das war wahrscheinlich nicht so clever, aber... Das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Vielleicht ist er so auch eher mit dem anzugreifen, weil der muss ja auch angreifen, damit wir noch einen Out haben. Aber so sind wir jetzt in einem Zug tot. Also der wird doch nicht so eine so oder so, oder? 1, 2, 3, ja, okay, das war. Was macht er jetzt? Okay, Drache, go on! Heißt Drache. Defeat. Hätten wir das, andersrum hätten wir noch eine Runde überlebt, ne? Ja. Ah, das war natürlich der nicht. Wie gehen wir so ein monogrünes Deck spielen? Stimmt, ne? Mit ein bisschen Blau für die da. Schade. Wir können auch das Defeat Novo drauf spielen. Wir haben alles eine Marke bekommen von ihm. Er ist echt ein schönes Deck. Und er hat auch gut gesideboardet. Ja, die beiden Flieger waren natürlich klasse. Okay. Dann bleibt uns ja nicht viel mehr übrig, als das zu machen. Wenn die nächste Karte der Drache ist, Teufel. Ja, das wäre natürlich ärgerlich. Der würde ja sogar... Deswegen gucken wir einfach nicht nach. Doch, wir gucken nach. Nein, das können wir nicht. Am Ende heißt es noch, ich bin schuld. Das sowieso. Well played. Guck die Karte an. Nein, wir gucken noch nicht die Karte. Ich will lieber so eine Karte sehen. Okay. Reveal Hand? Ah, oh, so ein Pech. Aber die
Ja, Er hat ja auch ein paar, Sova. er hat auch echt viele, Ja. also sein Deck war echt schön. Aber ich glaube dazwischen. Doppelt Zorn und dennoch gut agiert. Okay, und danach war es halt Yu-Gi-Oh! So. Wer zieht von oben jetzt Ja, den schnelleren? also ich wäre mir nicht mal sicher, ich würde sagen, unser Deck ist schon relativ gut von oben zu ziehen, aber Okay, gegen Yasuo können wir halt nur das er hat ja noch Basis. den anderen Drachen, der Plus macht. Also der tappt, meine ich, der Eis. Ja. Der ist ja auch noch drin. Und während wir dann so schöne Sachen wie den haben. Ich glaube, wir haben es beide recht gut gespielt, aber. Sagen wir das. Na gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.